Leo, der Lastwagen. Das ist Leo, der kleine Lastwagen. Und der Quadrocopter beobachtet ihn von der Luft aus. Ein toller Sprung! Oh, es ist etwas von Leos Kasten runtergefallen. Quadrocopter, hast du es auch gesehen? Schau mal, Scoop hat das Teil gefunden. Das ist Leos Haus. Mit dem Aufzug kann er in die obere Etage fahren. Oh, wie sieht es denn hier aus? Oh. Überall liegt Müll herum. Leo, lass uns einen Staubsauger bauen. Der Quadrocopter will auch dabei zuschauen. Wir werden einen runden Staubsauger bauen. Als erstes montieren wir Räder. Jetzt ist die Bürste an der Reihe. Der Auffangbehälter. Zwei Halteklappen. Der Luftfilter, Motor mit der Power-Taste, oh, der Akku fehlt ja. Ohne Akku wird der Staubsauger nicht funktionieren. Aha, der Quadrocopter scheint zu wissen, wo der Akku ist. Scoop, Leo baut einen Staubsauger. Wir müssen ihm das gelbe Teil, das du gefunden hast, bringen. Scoop gibt Leo den Akku. Haben wir jetzt alles? Leo, schalte ihn an. Wow, der Staubsauger saugt den ganzen Müll ein.
Scoop, du brauchst keine Angst zu haben. Jetzt ist Leos Haus wieder sauber. Schaut mal, da kommt Leo. Wo fährt er denn hin? Er und seine Freunde sind ein tolles Team. Wir bauen ein neues Fahrzeug. Was brauchen wir dafür? Hier sind all die Teile. Leo, wir helfen dir. Leo, Leo. Leo, der Lastwagen. Honigmelonen. Kartoffeln. Lifty hat die Waggons des blauen Zugs beladen. Der Zug fährt los. Er transportiert ein U-Boot, einen Traktor, Kegel, Milch, Heu, Wassermelonen und Gemüse. Oh, der Zug hat Schwierigkeiten, den Berg hochzufahren. Die blaue Dampflokomotive kann die schweren Waggons nicht ziehen. Der Zug hat angehalten. Er rollt rückwärts den Berg runter. Was machen wir denn jetzt? Roboter, hast du eine Idee? Hallo Leo, kannst du uns helfen? Leo hat die Teile einer großen und starken Lokomotive gebracht. Lasst sie uns zusammenbauen. Wir beginnen mit der grauen Plattform. Da kommen jetzt die Räder dran. Eine große Kabine. Da kommt ein Kontrollpult rein. Fenster und Türen. Ein separates Abteil für den Dieselmotor. Und das ist der Motor. Treppen und Treibstofftanks. Scheinwerfer für vorne und hinten. Die letzten Teile sind an ihrem Platz. Die Lokomotive ist fertig. Es ist Zeit, die blaue Dampflokomotive von den Waggons abzukoppeln. Jetzt kommt die große Lokomotive auf die Schienen. Der Treibstofflaster ist da. Wir können die Lokomotive mit Treibstoff befüllen. Die Tanks sind voll. Dankeschön, Treibstofflaster.
Roboter, wir können uns wieder auf den Weg machen. Oh, wir haben den Mechanismus zum Ankoppeln vergessen. Wir müssen die beiden Teile finden, die wir brauchen, um die Waggons an der Lokomotive anzukoppeln. Leo, weißt du, wie die Teile aussehen? Können wir das Rad gebrauchen? Nein. Ist das das richtige Teil? Nein. Diese Teile brauchen wir. Leo, beeil dich. Bring die Teile. Jetzt montieren wir die beiden Teile. Fertig! Die Lokomotive zieht die Waggons. Der Zug fährt aber schnell. Prima! Die Lokomotive schafft es, den Berg hochzufahren. Gut gemacht, Leo. Leo, der Lastwagen. Das ist ein Koffer. Der Roboter ist am Koffer packen. Er und seine Freunde wollen verreisen. Prima, es hat alles reingepasst. Und hier kommt der Zug, mit dem die Roboter verreisen wollen. Beeilt euch, der Zug fährt bald ab. Oje, der Zug fährt los. Ihr habt ihn verpasst. Die Roboter sind traurig. Was können wir für sie tun? Hallo Leo, kannst du den Robotern helfen? Sie haben den Zug verpasst und wollen doch so gern auf Reisen gehen. Weißt du, was zu tun ist? Super! Was hat Leo denn in seinem Ladekasten? Ein blauer Rahmen. Räder. Kotflügel. Zwei Sofas und einen Tisch. Wow! Und jetzt kommen Wände. Die Fenster und das Dach. Das ist ein Wohnwagen. Als nächstes kommt die Türe und ein Zeltdach. Fertig! Leo, der Wohnwagen kann aber nicht alleine fahren. Wir brauchen ein Fahrzeug, das ihn ziehen kann. Sollen wir eins aussuchen? Und die Roboter machen es sich so lange im Wohnwagen gemütlich.
Ups, vorsichtig, kleiner Roboter. Leo ist zu den Garagen gekommen. Ich frage mich, was für Fahrzeuge es hier gibt. Mal sehen. Eine Kehrmaschine. Einen Zementmischer. Ein Feuerwehrauto. Ein Pickup. Und ein Müllwagen. Leo, welches Fahrzeug kann den Wohnwagen ziehen? Der Pickup. Wir werden sehen. Passt es? Prima! Dankeschön, Leo. Tschüss! Die Roboter fahren in Urlaub. Bis bald. Leo, der Lastwagen. Schaut mal, da fährt Leo über den Spielplatz. Was er wohl hinten aufgeladen hat. Oh, da liegt ja Müll auf der Straße. Den müssen wir wegräumen. Wo gehst du hin, Leo? Und wer soll jetzt den Müll wegräumen? Du möchtest eine Kehrmaschine bauen und sie kann dann den Müll einsammeln. Aha. Tolle Idee! Lass uns schnell alle Teile zusammenbauen. Eine Kabine. Zwei Sitze. Konsole. Lenkrad. Türen. Und Räder. Zwei auf dieser Seite und zwei auf der anderen. Und das ist das Warnlicht. Wie soll die Kehrmaschine denn den Müll wegräumen? Sie braucht doch Bürsten. Kannst du sie suchen? Hier sind sie nicht. Und was ist das bei den Blumen? Sei vorsichtig, Leo. Mhm.
Hier sind sie, zwei Bürsten. Los, nimm sie mit. Hurra, fertig. Jetzt kannst du losfahren und die Straße kehren.